Ja, hallo, liebe Leute der Physik. Ich will heute euch ein Lernvideo vorstellen zum Energieerhaltungssatz. Wir wollen aber nicht den Energieerhaltungssatz herleiten. Den nehme ich als setze ich voraus, sondern wir wollen aus dem Energieerhaltungssatz nur eine einfache Formel herleiten, um bestimmte Höhen und Geschwindigkeiten zu berechnen. Ich orientiere mich dabei an dem digitalen Physikbuch, was ich im Internet herausgebe unter www.portal-physik.de. Also, zunächst einmal zum Energieerhaltungssatz. Wir sind jetzt bei einem ganz einfachen Energieerhaltungssatz. Es gibt nur die zwei mechanischen Energien, kinetische Energie und potenzielle Energie. Das heißt, es gibt keine gespannten Federn oder sowas. Spannenergie spielt hier jetzt keine Rolle. Dann sagt ja der Energieerhaltungssatz, dass in einem geschlossenen System, man darf also in das System nicht mehr eingreifen, die Energie konstant ist. Also wenn ich das System zu verschiedenen Zeitpunkten angucke und die Gesamtenergien ausrechne, komme ich immer so zu demselben Energiewert. Wir nehmen dazu natürlich einen Startzeitpunkt T0 und einen späteren Zeitpunkt T1. Dann würden wir am Anfang eine potenzielle Energie haben, die sich so berechnet, und eine kinetische Energie, die mit diesem Term ausgerechnet wird. Das wäre also die Gesamtenergie zum Zeitpunkt T0. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt haben wir vielleicht eine andere Höhe und eine andere Geschwindigkeit, also somit eine andere kinetische Energie und eine andere potenzielle Energie, aber die Summe von diesen Energien muss gleich sein der Summe dieser Energien. Die Energien ergeben sich aus der am System verrichteten Arbeit. Also dieses wird jetzt praktisch hier vorausgesetzt. Und diese Gleichung soll jetzt nur nach bestimmten Größen umgestellt werden. Also normalerweise wird man ja H0 und V0 vorgeben, so eine Art Startzeitpunkt haben und dann zu einem späteren Zeitpunkt sich angucken, welche Höhe und welche Geschwindigkeit man hat. Dann sieht man natürlich, das ist nur eine Gleichung. Das heißt, wenn man jetzt nach einer bestimmten Größe fragt, H1 und V1, geht das nicht, weil man da ja zwei Unbekannte hat und die kann man nicht mit einer Gleichung lösen. Also muss man neben diesen zwei Größen noch eine dritte Gleichung Größe kennen, zum Beispiel H1 oder V1, dann kann man entsprechend umstellen. Also wir gucken uns das jetzt einmal hier an. Zunächst einmal habe ich den Energieerhaltungssatz etwas vereinfacht geschrieben, weil man hier ja sieht, hier hat man überall die Masse. Und wenn man in jedem Term die Masse auftaucht, kann man durch die Masse teilen auf beiden Seiten, dann fällt die hier raus. Also bleibt jetzt nur noch diese vereinfachte Form des Energieerhaltungssatzes übrig, die nenne ich hier Grundgleichung. Das Wort gibt es eigentlich nicht in der Physik, da gibt es keine Benennung für, das habe ich jetzt selber gewählt. Also das ist die Grundgleichung für die einfachen Fälle des Energieerhaltungssatzes. Und man müsste jetzt also Formeln aufstellen oder will jetzt Formeln aufstellen nach H1 und V1. Das wird jetzt im Folgenden stattfinden. Hier nochmal der vereinfachte Energieerhaltungssatz, die sogenannte Grundgleichung. Und wir sind jetzt daran interessiert, H1 zu bestimmen. Dann hätten wir also V1 vorgegeben. Wir müssen also diese Gleichung jetzt nach H1 auflösen. Dann stört natürlich dieser Teil hier, also müssen wir den auf die andere Seite bringen. Da hier ein Pluszeichen steht, müssen wir das mit minus 1/2 V1 Quadrat machen. Dann taucht es auf der linken Seite auf hier. Ich habe es extra zu der anderen Geschwindigkeit geschrieben, damit man das nachher zusammenfassen kann. Hier ist jetzt noch ein G. Das G ist in einem Produkt, also teilt man durch G, dann verschwindet das G hier auf dieser Seite und H1 steht endlich alleine. Man muss diese ganze Seite hier links durch G teilen, dann fällt das G hier weg und hier taucht es praktisch in einem Nenner auf. Man kann das 1/2 aber vorher noch nach vorne ziehen, also sozusagen ausklammern, dann hat man V0 Quadrat und V1 Quadrat in Klammern stehen und würde den Term dann diese Differenz durch G teilen. Wenn man es noch ein bisschen schöner schreiben will, dann kann man diese 2 hier unten zu dem G ziehen,
Dann hat man hier nur einen einzigen Bruch stehen. Und hier ist das nochmal in Vergrößerung. Also so würde jetzt der Term aussehen, um H1 zu bestimmen, wenn man eben diese drei Größen kennt, H0, V0 und V1. So, jetzt wollen wir mal nach V1 umstellen. Dann müssen wir also H1 kennen. Dann muss dieser Term hier natürlich weg. Also minus G mal H1 taucht dann hier auf zu dem anderen, zu der anderen Höhe geschrieben, um auch wieder gleich zusammenzufassen. Das 1/2 stört mit 2 multiplizieren. Die ganze Seite hier muss mit 2 multipliziert werden. Hier hinten fällt es dann weg. Hier vorne taucht es dann auf. Dann kann man das 2g noch ausklammern. Und dann hat man in Klammern stehen H0 minus H1. Das steht jetzt hier. Und da müsste man natürlich wegen des V-Quadrats, V1-Quadrats, jetzt die Wurzel ziehen, um V1 zu bekommen. Diese Größe ist interessant. Man sieht, dass die Geschwindigkeit von der Höhendifferenz abhängt. Also wie viel Höhe sozusagen verloren gegangen ist. Damit bestimmt sich in der Hauptsache V1. Hier nochmal als große Formel herausgeschrieben. H0 minus H1, die Höhendifferenz und V0 bestimmen, was später als Geschwindigkeit herauskommt. Wir wollen jetzt das natürlich nicht bei der Theorie belassen, sondern mal ein paar Übungsaufgaben dazu rechnen. Ich nehme mal so eine ganz einfache Freibadaufgabe. In vielen Freibädern oder in einigen Freibädern, sagen wir so, gibt es noch 10 Meter Türme. Und jetzt will eine Person von einem 10 Meter Turm springen. Einmal lässt sie sich einfach nur herunterplumpsen, das heißt ohne Anlauf. Sie hat keine Anfangsgeschwindigkeit. Und einmal läuft sie oben auf dem Turm an und hat eine Anfangsgeschwindigkeit von 4 Metern pro Sekunde. Wir geben jetzt eine weitere Geschwindigkeit vor beim Herunterfallen. Das soll jetzt ein freier Fall sein. Wir arbeiten immer ohne Reibung. Würde natürlich jetzt die Geschwindigkeit der Person zunehmen. Also wenn die vorher gar keine Geschwindigkeit hat, gewinnt sie jetzt an Geschwindigkeit, die zwischen 0 und irgendeinem Endwert liegt. Und hier hat sie ja schon eine Geschwindigkeit, also muss die Geschwindigkeit jetzt auf jeden Fall größer werden als die 4 Meter pro Sekunde. Deswegen gebe ich jetzt mal als Geschwindigkeit 10 Meter pro Sekunde vor. Wir wollen wissen, in welcher Höhe die Person eine Geschwindigkeit von 10 Metern pro Sekunde hat. Also hier nochmal die Vorgaben. Anfangsgeschwindigkeit 0 für A, Endgeschwindigkeit 10 Meter pro Sekunde, Anfangshöhe 10 Meter. So, dann haben wir jetzt die Formel von oben, die jetzt ein bisschen einfacher wird, weil ja V0 0 ist. Also fällt das hier weg. Das Minuszeichen kann man nach vorne ziehen. Dann sieht jetzt der Term so aus, ein bisschen vereinfacht. Wir setzen ein und kommen auf 4,90 Meter. Mit einer Anfangsgeschwindigkeit V0 4 Meter pro Sekunde müssen wir bei diesem Term natürlich bleiben, setzen hier auch ein und kommen auf 5,72 Meter. Also man hat hier in einer größeren Höhe schon die Geschwindigkeit erreicht. Das hängt natürlich damit zusammen, dass man schon eine Anfangsgeschwindigkeit hatte. Also braucht nicht so viel potenzielle Energie verloren zu gehen, um auf die Geschwindigkeit 10 Meter pro Sekunde zu kommen. Jetzt eine kleine Änderung der Freibadaufgabe. Hat jetzt nicht die Geschwindigkeit vorgegeben, sondern die Höhe und sucht jetzt die Geschwindigkeit in dieser Höhe. Ansonsten haben wir den gleichen Ansatz wie vorher. Einmal einfach herunterfallen lassen und dann einmal anlaufen. Die Höhe, in der man die Geschwindigkeit sucht, ist 3 Meter, ist 3 Meter über der Wasseroberfläche praktisch. Wieder die gleichen Voraussetzungen, 0 Meter keinen Anlauf, 10 Meter Höhe, Höhe, die gefragt ist, 3 Meter. Diese Formel von oben, die wir gerade hergeleitet haben, wählen. Da ist nochmal die Höhendifferenz. V0 ist 0 im ersten Fall. Höhendifferenz ist 7 Meter. Also eingesetzt käme hier jetzt 7 Meter raus. Dann haben wir eine Geschwindigkeit in der Höhe von 3 Meter von 11,72 Metern pro Sekunde. Mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 4 Metern pro Sekunde ergibt sich jetzt eine größere Geschwindigkeit natürlich.
weil wir ja schon einen Anfangswert hatten von 12,38 Meter pro Sekunde. Jetzt fällt dieses V0 Quadrat nicht weg, sondern muss hier eingesetzt werden. Das waren jetzt ein paar kleine Übungsaufgaben zu diesen Formeln, die wir oben hergeleitet haben. Ja, wo steht das Ganze? Das ist ein kleiner Auszug aus dem digitalen Physikbuch. Das findet sich unter www.portal-physik.de. Dort finden sich noch viele weitere Inhalte, auch viele Beispielaufgaben, Übungsaufgaben und Klausuraufgaben zu allen Inhalten der Oberstufenphysik. Das Ganze orientiert sich an dem Lehrplan in Nordrhein-Westfalen. Ja, dann mach's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Lernvideo. Tschüss.